Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kitty ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kit habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Aha. Toi, toi, toi. Danke. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie glaubt, dass Artie tot ist, aber wie zum Teufel soll man das machen? Hey, Barkeeper! Was darf sein? Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ah ja. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Okay. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Da habe ich eine Idee. Schön, Dad wieder im Ganzen zu sehen. Verrückt, wie ähnlich er Großvater Arthur sieht. Ah. Fleck hilft uns das weiter. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Toll. Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Ja, wir werden dich empfehlen. Du bist ein toller Künstler. Na dann, versuchen wir es. Entschuldige, Dad. So, jetzt dürfte Trixie ja denken, dass er tot ist, denn Zane hat uns ja gesagt, da kommen nur Bilder von Typen hin, die Kit umgebracht hat. Ach nee, warte, die zufällig gestorben sind. Trixie? Ja? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Wenn ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Hat sie das die ganze Zeit unter ihrem Rock versteckt? Ah, super. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Ist das nicht ein bisschen spät, um die Tarnung einzuschalten? Das ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Corleone! Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Oh, na klar. Klar, kein Problem.
Ich werde das bei der nächsten Versammlung ansprechen. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht. Wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Alles klar. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Wo ist Kid Tennen? Tja, das ist eine gute Frage. Aber da ist wieder Aini. Guter Hund. Hä? Ein Flachmann? Irving Kid Tennen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Wolltest du jetzt heimlich saufen, oder was? Aini, du kannst doch Tennen bestimmt finden. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Also. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tennen und Doc bei Herbert Hoover sind, Aini. Okay, okay. Ich prüf das mal. Ein Knopf? Na so wat. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Corleone! Was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Shagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tennen, Sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey! Dort drüben! Oh! Achtung! So bekloppt kann man sein. Geben Sie auf, Tennen. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tennen sagt, dass es vorbei ist. Oh, super. Ja, besiege Kid Tennen, ja. Ich hätte jetzt auch gerne MG. Hey, Kid. Friss Blei, Schwindler. Ja, ja. Es ist doch ganz leicht, Tennen. Hab dich auch lieb. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Ja, okay. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ach, wie sollen wir die gute Edna da lassen? Okay. Hey, Hohlkopf! Das ist für dich! Wo ist die gute Edna eigentlich? Wow. Niemand legt sich mit Kid Tennen an! Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Okay, vielleicht zurück. Schau, was haben wir hier feines? Ja, das Feuerzeug wird uns bestimmt nichts nützen. Aber das Foto auch nicht. Leere Chloroformflotte, Notizzettel, Feuerzeug, Artis Pfeife, Trixis Songtexte, Flachmann vielleicht? Hey Kid, willst du deinen Flachmann wieder? Willst du deinen Flachmann zurücktennen? Dann hol ihn dir! Okay, das soll wohl Nein heißen. Die ganze Nacht tun, Parker. Viel ist es ja nicht gerade. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will.
Ja, stimmt irgendwie. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Es ist doch ganz leicht. Ach. Edna kommt langsam. Hey, Kid. Friss Blei, Schwindler. Aha. So langsam kommt's doch raus. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Ja. Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Hey! Braves Mädchen. Niemand legt sich mit Titanen an! Mal schauen, das ist eine Lücke. Da ist Edna. Schön. Abfalltonnen. Okay, irgendwie... Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde... Auf deinem Grab tanzen? Nein. Nee. Feuer? Ich brauche nicht. Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Corleone. Ja. Ja, kann man verstehen. Schießt du etwa auf mich? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ach. Hey, Janet! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Ah! Super. Wow. Mitnehmen. So. Na dann. Es ist doch ganz... Jetzt habe ich eine Idee. Ganz leicht, Tannen. Hey, Kid. Ha! Das ist keine echte Waffe. Stimmt. Habe ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Ja. Oh, Mist. Ja, oh, Mist. Er entkommt. Oh nein. Och nö. Ja. Nein. Da. So gut wie neu. Sieh an, Tenne? Der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc. Marty. Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kid, in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Oh. Schön. Emmett! Oh nein. Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Oh Mann. Welcher Gangster heißt schon Michael Corleone? Ja, welcher Gangster heißt schon Irving? Ah! Doc, drück drauf! Irving Tanner, ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh. Was hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl? Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Oh. In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland.
Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns an den Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Amy. Wir suchen Doc. Ja. Na also, alles scheint gut zu sein. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennant gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrucken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Hä? Oh nein. Sag jetzt nicht. Grundgütiger. Was? Oh nein, er sieht sich doch nicht den Film an. Und wieder mal eine Reklametafel. Und Doc ist weg. Bist du da? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Hä? Doc? Oh, oh. Warum habe ich da ein sehr schlechtes Gefühl? Fortsetzung folgt. Na toll. Tolles Ende. Ja, in der nächsten Folge. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me... uncomfortable. Zero demerits. Until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... what happened to you? Jesus Christ, Doc. What happened to you? Fortsetzung folgt. Bürger Brown. Oh, Mann. Letzterweise war das jetzt nicht auf Deutsch, aber... ich hoffe mal, die dritte Episode wird auf Deutsch sein. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüssi!